Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Eins. Wonach befragen Sie einander? Nach dem großen Ereignis, über das Sie uneinig sind. Nein, Sie werden es bald erfahren. Und abermals nein, Sie werden es bald erfahren. Haben wir nicht die Erde zu einem Bette gemacht? Und die Berge zu Pflöcken? Und wir haben euch in Paaren geschaffen. Und wir haben euch den Schlaf zur Ruhe gemacht. Und die Nacht zu einer Hülle. Und den Tag zum Erwerb des Unterhalts. Und wir haben über euch 7 starke Himmel erbaut. Und wir haben eine hellbrennende Lampe gemacht. Und wir senden aus den Regenwolken Wasser in Strömen hernieder. Auf dass wir somit Korn und Kraut hervorbringen mögen. Und üppige Gärten. Fürwahr, der Tag der Entscheidung ist festgesetzt. Der Tag, da in die Posaune gestoßen wird und ihr kommt in Scharen. Und der Himmel öffnet sich und wird wie Tore. Berge schwinden dahin und werden zur Luftspiegelung. Wahrlich, die Hölle ist ein Hinterhalt. Ein Heim für die Widerspenstigen, die auf endlose Zeit darin bleiben müssen. Sie werden dort weder Erquickung noch Getränk kosten. Es sei denn siedendes Wasser und stinkende Flüssigkeit. Eine angemessene Belohnung. Sie fürchteten keine Rechenschaft. Und verwarfen gänzlich unsere Zeichen. Und jegliches Ding haben wir in einem Buche aufgezeichnet. Kostet drum die Strafe, wir werden euch nichts anderes mehren als in der Pein. Wahrlich, für die Rechtschaffenen ist Glückseligkeit. Gärten, Umhegte und Rebenberge. Und Jungfrauen, Altersgenossinnen und übervolle Schalen. Dort hören sie weder eitles Gerede noch Lüge. Eine Belohnung von deinem Herrn, eine Gabe entsprechend ihren Werken. Dem Herrn der Himmel und der Erde und all dessen, was zwischen den beiden ist, dem Gnadenreichen. Sie werden nicht vermögen, ihn anzureden. Am Tage, da der Geist und die Engel in Reihen stehen, da werden sie nicht sprechen dürfen, ausgenommen der, dem der Gnadenreiche es erlaubt und der nur das Rechte redet. Jener Tag kommt gewiss, so möge wer da will, bei seinem Herrn Einkehr halten. Wahrlich, wir haben euch gewarnt vor einer Strafe, die nahe bevorsteht, einem Tage, da der Mensch erblicken wird, was seine Hände vorausgeschickt haben, und der Ungläubige sprechen wird: O, wäre ich doch Staub!